Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123 und wie wir sehen, haben wir diesmal nur eine Moral von 80, dafür gibt es eine B-Note und nur 100 Kronkorken. 17 Stunden und 5 Minuten dauert es bis zur nächsten Bewertung. Aber es sind viele Leute angekommen. Ja, die schlechte Benotung wird wohl daran liegen, dass wir beim letzten Mal den Titel verlassen haben, als unsere Ressourcen nicht gefüllt waren. Bis zum geht nicht mehr. Daran wird es liegen. Aber wie man sieht, es ist eine Menge Zeit vergangen und wir können nun eine Menge Leute beglücken, indem wir sie abklicken. Und sogar einige maximal aufgestiegene haben wir auch. Oh, der wilde Ghoul-Angriff. Nun ein bisschen weiterklicken können wir, während sie versuchen, die Tür zu öffnen. Jetzt kommen sie rein. Aber ich hoffe, wir schaffen das hier oben, mit denen fertig zu werden. Eine Riesenexplosion. Oh mein Gott. Ja, haha. Ihr beiden habt's geschafft. Ihr habt sie nicht reingelassen. Nicht einer kam durch. Sehr schön. Philip Murray LR. Hallo, Philip. Und Madison Page. Ihr habt sie aufgehalten. Das ist gut. Und wir können weiter abklicken hier. Da ist noch was. Und hier. Auch hier ist jemand maximal aufgestiegen in seinen Special-Attributen. Das ist sehr schön. Und wir werden hier mal anfangen. Frank Day. Er darf jetzt nach unten. Moment, wir fangen eigentlich sonst immer im Casino an. Aber im Casino ist niemand maximal aufgestiegen. Also Frank Day hat sehr viel Intelligenz. Damit darf er nach unten. In das Labor zum Beispiel. Oder in die Klinik. Erstmal in die Klinik, später vielleicht noch ins Labor. Und auch hier bei den Intelligenzlern ist Diane Hardy maximal intelligent nun. Und auch sie darf vorerst in die Klinik zum Beispiel. Ja, die Klinik wäre ganz nett. Wo ist die Klinik? Hier ist die Klinik. Da stecken wir sie rein. Und irgendjemand hat noch einen Stufenaufstieg erfahren. Auch das ist schön. Wen wir da angelockt haben, das werden wir uns auch noch ansehen. Erstmal wollen wir die Leute reinlassen, die vor der Tür stehen. Und das wäre natürlich Samantha Wilson. Sie ist auf Stufe 50, hat 17.080 Kronkorken gesammelt. Wir verkaufen mal den normalen Schrott, den sie dabei hat. Und hoffen, dass wir sie dann reinlassen können. Es ist immer noch normales, unnormales dabei. Damit können wir sie reinlassen. Und sammeln von ihr die schönen Sachen. Auch Kathy Murray hat fleißig gesammelt. Auch sie können wir reinlassen, wenn wir den normalen Schrott verkaufen. Und 1204 Kronkorken hat sie für uns gesammelt. Dann haben wir hier Olivia Barton. Auch ihre Sachen verkaufen wir. Aber sie darf dann nicht rein, weil wir einfach zu wenig Platz haben. Ein Bewohner hat ein Rezept im Ödland gefunden, nämlich das Rezept für den rostigen Fat Man. 22 Schaden richtet das gute Stück an und das sammeln wir natürlich. Es werden mit Sicherheit noch Rezepte folgen, Duplikate, wenn ich mich recht erinnere, Duplikate und Duplikate. Ja, aber jetzt brauchen wir doch erstmal Platz hier. Was ist denn in unserer Lagerhalle los? So etwas hier können wir verwerten für zweimal, ja, Klebeband, das müssen wir sowieso gleich verkaufen und die Tischventilatoren wahrscheinlich auch. Es geht uns um diesen seltenen Schrott, Globus. Einmal Globus, sehr schön. Und die rostige Schrottflinte bringt uns drei Tischventilatoren und einmal Superkleber. Seltener Schrott, Superkleber. Dann haben wir das Reputiergewehr, das gehärtete. Und wir können nichts mehr verwerten, weil unser Lager voll ist. Nun gut, an Kleidung, ja, da gucken wir erstmal gar nicht drauf. Vielleicht verkaufen wir etwas an Garn. Warum nicht mal alles? Wir sind doch gerade dabei. Ja, wir verkaufen alles an Garn, was wir haben. Wir sind doch gerade dabei, jetzt Sachen wieder einzusammeln. Leute sind noch draußen, Leute kommen zurück. Also verkaufen wir mal alles. Garn finden wir an jeder Ecke, in jedem Teil, das wir verwerten. Außer Waffen vielleicht da nicht. Aber in Kleidungsstücken ist meistens auch Garn drin. Genau wie Spielzeugautos. Finden wir ohne Ende. Also verkaufen wir die mal alle. Wir wollen in nächster Zeit wahrscheinlich eher nichts herstellen. Genauso wie die Wecker und die... Naja, jetzt hatten wir eine schöne Sammlung.
Aber wir wollen ja die Leute reinlassen, also verkaufen wir das jetzt mal alles. Die Sammlung, die werden wir wieder so schön groß kriegen. Wichtig sind ja hier diese seltenen Sachen auch. Die anderen, wie gesagt, die findet man an jeder Ecke. So, jetzt sollten wir aber alle ohne Probleme reinlassen können. Aber wir bleiben bei unserem Plan. Wir verkaufen die Sachen, die da, ja, normale Gegenstände heißen. Die werden schön verkauft und wir sammeln. Unser Außenteam ist zurückgekehrt. Unser Außenteam um Patrick Cox. Ja, und sie haben gefunden. Sie haben Duplikate gefunden. Die sammeln wir natürlich, die Kronkorken dafür. Hier noch ein Duplikat der Baseballkleidung und dann noch ein Duplikat der Minuteman-Baracke. Na, was gibt es noch Schönes? Das war's. Und auch Donna Murray. Donna Murray hat gewöhnliche Gegenstände gesammelt und die können wir verkaufen. Jetzt kommt aber Olivia Barton und jetzt können wir auch ihre vielen, vielen Gegenstände, die eher dann seltener Natur sind, einsammeln. Und das ist doch auch gut so. Das war's dann mit unseren Bewohnern, die vor der Tür stehen. Ein Bewohner hat ein Rezept im Ödland gefunden, und zwar das Rezept für einen Gatling-Laser. Das hatten wir noch nicht, wie es aussieht, kein Duplikat. Und er richtet einen Schaden von 21 bis 22 an. Das sammeln wir, eine legendäre Waffe. Sehr schön. Dann schauen wir mal, oben steht noch jemand. Ah, ein neues Mitglied in unserem Bunker hier, in unserem Vault. Hier haben wir endlich unser Gary. Gary Murray ist angekommen. Gary Murray bringt uns mit. Er bringt uns vor allem Ausdauer mit, Endurance. Das ist sehr gut. Damit können wir ihn gleich hier in das Cola-Werk reinstecken. Ich frage mich, derjenige, der jetzt abhaut, wird ja nicht freiwillig ins Ödland gehen. Der wurde ja ausgetauscht, das hat man an einem kleinen Plus gesehen. Wo landet der, der dort ausgetauscht wurde? Ja, und wir haben Neuzuwachs noch einmal bekommen. Roy Barton. Barton. Ich glaube, Barton hatten wir auch schon einige hier. Was bringt uns der gute Roy denn mit? Er bringt uns, naja, erstmal nicht sehr viel Gutes mit. Wo können wir ihn denn da mit seinen Werten reinstecken? Intelligenz, Beweglichkeit, Glück. Also entweder Perception in die Wasseraufbereitung oder Beweglichkeit, Agility, in eine Cafeteria oder so etwas. Mal sehen. Wasseraufbereitung hier. Ja, dann stecken wir ihn doch da mal rein. So, dann haben wir jetzt den ersten Schwung mal reingelassen. Das heißt, wir können uns jetzt mal anschauen, was die Leute draußen machen, die da noch draußen sind. Wir haben Julie Allen. Sie hat nur noch 2 Stimpacks. Das heißt, wir werden sie sofort zurückrufen. Stufe 50 hat sie erreicht. Und sie darf zurück mit 1026 Kronkorken. Und einer ganzen Latte an, ja, Schrottwaffen, Outfits, sie hat alles Mögliche gefunden, sehr schön. 9 Stunden und 47 Minuten war sie unterwegs. Ashley Fox hat auch nur noch 5 Stimpacks, sie ist 20 Stunden und 11 Minuten unterwegs. Auch sie rufen wir jetzt zurück, 5 Stimpacks sind ein bisschen wenig. Sie hat Stufe 30 immerhin erreicht und 1211 Kronkorken gesammelt. Eine Menge Waffen, wie man sieht, und ein bisschen Schrott. Hier sehen wir eine Schaufel auch noch dazu. Sehr gut. Und dann haben wir unseren Bruce. Bruce Johnson. Er war ja schon auf Stufe 50 und er hat auch nur noch 6 Stimpacks. 20 Stunden und 25 Minuten ist er unterwegs. 3342 Kronkorken hat er gesammelt und einen Globus sehe ich da schon. Nein, 2 Globusse. Und dann, ja, noch so ein Science-Fiction-Fan-Outfit. Also 2 Globen und ein Science-Fiction-Fan-Outfit ist doch immerhin was. Für 6 Stimpacks lassen wir ihn nicht weiter draußen rumlaufen. Das ist zu riskant. Sollte er irgendwo eine Raststätte oder ähnliches finden. Naja, Raststätte sollte er sogar mit 6 Stimpacks noch schaffen. Aber ein größeres Gebäude sollte er so etwas finden, vielleicht mit Todeskrallen drin oder so etwas. Dann sind 6 Stimpacks wahrscheinlich zu wenig. Also lassen wir ihn nach Hause mit seinen 3342 Kronkorken. 10 Stunden und 12 Minuten wird er dafür benötigen. Hier haben wir Adam Mitchell. Auch Adam Mitchell ist jetzt nicht mehr so bepackt mit Stimpacks, deswegen werden wir ihn zurückrufen.
Er ist 20 Stunden und 26 Minuten unterwegs gewesen. Jetzt braucht er 10 Stunden und 13 Minuten, um zurückzukehren. Stufe 50 hat er erreicht. Und er hat auch eine Menge Schrott und Waffen und Outfits gesammelt. Auf zum nächsten Kandidaten. Ronald Taylor ist auf Stufe 38, steigend. Man sieht, er sammelt fleißig Erfahrungspunkte. Er hat auch schon sehr viel Schrott gefunden und wow, gar nicht mal so schlecht. 4865 Kronkorken. Ja, wie kommt das denn? Er muss viel Glück haben. Er findet auf jeden Fall viele Kronkorken, hat aber noch 10 Stimpacks, 5 Redaway. Damit darf er noch ein bisschen draußen bleiben. Nach 20 Stunden und 37 Minuten lassen wir ihn noch ein wenig da draußen. Hier kann man jetzt leider nichts sehen, was unsere gute Deborah Turner für Stimpacks, für Stimpack-Vorräte noch hat. Ich hoffe mal, die 3 hier gehört zu den Kronkorken, die sich dahinter geschoben hat. Und die 10 hier vorne gehört hoffentlich zu den Stimpacks. Dann lassen wir sie nämlich auch noch etwas draußen. Auf Stufe 50 ist sie zwar schon. Naja, da könnten wir sie auch zurückrufen. Er erkundet das Ödland schon seit 20 Stunden und 46 Minuten. Naja, eigentlich sollte es ja auch reichen, wenn sie sowas um die 3400 Kronkorken um den Dreh gesammelt hat. Ja, ich glaube, es reicht. Wir sollten sie vielleicht doch vorsichtshalber zurückrufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine 10 ist hier oder eine 1. Ich glaube, sie hat noch 10 Stimpacks. Egal, versuchen wir sie mal zurückzurufen. Sie hat ja Stufe 50 erreicht und wir wollen ja auch bald wieder die Leute rausschicken auf Quests. Deswegen schauen wir uns auch nochmal Karen Murray an. Deswegen rufen wir sie zurück auf jeden Fall. Wir schauen uns aber nochmal Karen Murray L. an. Sie hat nur noch 5 Stimpacks. Das heißt, wir rufen sie sofort zurück. Sie hat auch Stufe 50 erreicht. Und sie hat 1110 Kronkorken gesammelt. Eine Menge Schrott. Wir sehen hier einige Schaufeln, Mikroskope, hier wieder der Globus. Und ja, 3 Schaufeln, ist das richtig? Und sogar ein Rezept für eine legendäre Waffe oder ein legendäres Outfit. Sehr schön. Sie war auf jeden Fall emsig da draußen. Christine King, auch sie können wir sofort mit 5 Stimpacks zurückrufen. 3373 Kronkorken hat sie gesammelt. 10 Stunden braucht sie, um zurückzukehren. Unterwegs war sie wohl 20 Stunden und 55 Minuten. Und auch bei ihr sieht das mit dem Schrott ganz gut aus, was sie da jetzt für uns gesammelt hat. Sehr schön. Auf zum nächsten Kandidaten. Der nächste Kandidat ist Albert Robinson. Ich wundere mich ein wenig, Albert Robinson ist noch nicht auf Stufe 50. Es fehlt nur noch ein bisschen, deswegen mit 7 Stimpacks riskieren wir es mal und lassen ihn noch ein wenig draußen rumlaufen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir ihn mit dem Junkjet losgeschickt haben, aber ja doch, das ist gut möglich, ist gut möglich. Ja, auf jeden Fall. Oder er hat sich die Waffe selber zusammengesucht und hat sich die dann gleich geschnappt. Aber wir lassen ihn noch ein wenig draußen. Wie man sieht, er sammelt jetzt ordentlich Erfahrungspunkte da draußen. 1455 für einen Meyerlurk-Jäger. Das ist nicht schlecht. Hier sofort 1635 hinzu für den bissigen Hund, den er getötet hat. Super. Ja. Er bringt uns also 1841 Kronkorken, ist 20 Stunden 58 Minuten unterwegs und hat bald, es dauert nicht mehr lang, dann hat er Stufe 50 erreicht. Also wenn wir nochmal in ein paar Minuten hier reinschauen, bei den Erfahrungspunkten, die er da momentan sammelt, müsste er aber in ein paar Minuten Stufe 50 erreicht haben. Damit werden wir ihn dann zurückrufen und dann haben wir noch Denise Bishop. Sie hat Schrott gesammelt. Sie hat aber Stufe 45. Oha, sie hat nur noch 0 Stimpacks. Keine Stimpacks mehr. Deswegen und... Ah, okay, sie hätte noch ein bisschen Kraft. Trefferpunkte hat sie noch ein paar. Deswegen rufen wir sie lieber schnell zurück jetzt. Und sie hat auch Schrott und Outfits gesammelt. Super viel. Und sie hat vor allem 7362... Kronkorken gesammelt. Ich muss sagen, für die kurze Zeit, relativ kurze Zeit, 22 Stunden und 46 Minuten war sie da draußen, ist das nicht schlecht, was sie da gesammelt hat. Das ist richtig, richtig gut. Ich glaube, Denise Bishop wird jemand sein, die zusammen mit Samantha Wilson dann öfter nach draußen geschickt wird. Müssen wir uns unbedingt merken. Hier haben wir noch einen Mr. Handy, der noch 2 Stunden und 59 Minuten braucht, um zurückzukehren. Er hat 5000 Kronkorken gesammelt, dann war er voll und ist freiwillig zurückgekehrt. Ja, sehr schön. Diesmal haben wir keine Teams auf Quests. Das ist nicht so schön, was wir da sehen. Keine Teams auf Quests. Und Todeskrallen sind hier. Na, mal sehen, wie ihr das schafft.
Jawohl! Sehr gut! Immer sofort drauf! Nochmal! Ja, ich glaube, die Übung bringt's dann auch manchmal. Und schafft ihr die Todeskrallen hier vielleicht? Eine ist schon gefallen. Ihr seid so wenige hier oben. Was ist los? Das kommt mir so leer vor bei euch im Raum. Aha, ja gut, die wird unten nicht mehr allzu viel Schaden anrichten. Wir können uns, denke ich, schon mal um dich, Philipp, kümmern. Hier ein Stimpack für dich, gratis natürlich, auf Kosten von Voltec. Bitteschön. Auch Medicine Page war das, ja, Medicine Page. Und wir haben es geschafft. Punkte bekommt aber nur der Raum, der ist dann der, die letzte Todeskralle geschafft hat. Ja, dann gucken wir nochmal ganz schnell, wie lange denn unser Drache mal noch braucht. 5 Tage, 1 Stunde und 22 Minuten. Und unsere X01 MK6 Power Rüstung braucht noch 8 Tage und 10 Stunden und 33 Minuten. Damit, liebe Welt da draußen, sind wir am Ende dieser Folge. In der nächsten Folge geht es weiter. Da werden wir nämlich... Oh, ja, 111 haben wir. Da werden wir nämlich sehen, wer macht Kaffeepause, wen können wir wohin schicken. Ich darf mich an dieser Stelle auf jeden Fall bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!